Conny, wir sind in Glasgow, wir sind im Ibrox Stadium. Wie fühlt es sich an? Morgen Halbfinale der Europa League, so ein großes Spiel. Wie bist du drauf? Ja, natürlich, für das spielen wir alle Fußball. So ein Stadion für ein Halbfinale international, das ist einfach schön. Ich glaube, das muss man auch ein bisschen die Zeit finden, das zu genießen, dass wir jetzt hier sind, wo wir sind. Ich glaube, das haben wir uns hart erarbeitet durch unsere Rückrunde. Und ja, ich bin sehr zuversichtlich, wenn wir auf uns schauen, unsere Leistung bringen, dass wir das sehr positiv für uns gestalten können wollen. Wie sieht so ein Tag aus bei Conny Leimer vor so einem wichtigen Spiel, genauso wie bei jedem anderen, oder machst du nochmal was anderes, wenn es dann in die entscheidende Phase geht? Schlussendlich, glaube ich, hat jeder seine paar eigenen Sachen, ob du jetzt mal das isst oder Nachmittag schlaft oder sonst nicht schlaft oder sonst irgendwas. Ich bin da eigentlich komplett relaxed. Ich glaube, ich mache da meine normalen Abläufe wie immer. Spielen ja dann sehr spät morgen, darum hast du auch genug Zeit für alles. Und dann freust du dich einfach drauf, morgen da aufzulaufen und da zu spielen. Das Hinspiel war geprägt von vielen Zweikämpfen, gar nicht so viel Torchancen auf beiden Seiten, also auch ein bisschen Geduld gefragt. Welche Stichworte, welche Schlagworte werden morgen das Spiel dominieren? Ja, schlussendlich war es auch gegnerbedingt, weil die natürlich sehr tief gestanden sind bei uns. Wir trotzdem, glaube viele Chancen hatten, um mehr Tore zu machen, haben dann trotzdem 1-0 gewonnen, das was sehr gut war natürlich. Und natürlich morgen müssen sie mehr kommen, müssen sie mehr machen. Haben natürlich auch die Fans dann im Rücken, wo die natürlich auch ein bisschen mehr machen müssen dann. Aber natürlich haben wir dann oft schon gezeigt, dass wir dann auch, wenn wir dann auch die Räume kriegen und dass auch die nicht mehr so tief stehen, dann unsere Qualitäten auch zum Zug kommen. Und ja, ist wie gesagt, es geht um alles morgen und so wird der Gegner auch auftreten und so werden wir auch auftreten. Und wenn wir unsere Leistungen bringen, die wir schon so oft gezeigt haben jetzt in der Rückrunde, dann bin ich mir auch sicher, dass wir gewinnen werden. Das hört sich sehr, sehr gut an. Conny, wir wünschen viel Erfolg. Danke. Hoffentlich auf dem letzten Schritt zum Finale in Sevilla. Coach, wir sind in Glasgow, wir sind im Ibrox Stadium. Ihr durftet gerade schon hier trainieren im Abschlusstraining. Ist es das richtige Pflaster für ein ganz großes Spiel? Ja, alles gegeben, was ein großes Spiel eigentlich dann auch hergibt. Zumindest mal das Stadion ist sensationell. Also das ist auch einmalig, glaube ich, mit diesen ganzen Holzverkleidungen. Hat schon Stil und ich glaube, die Bude wird morgen explodieren. Sehr gut. Wir gehen mit einem 1-0-Vorteil in die Partie. Erwartest du die Rangers anders? Werden die direkt voll drauf gehen oder müssen wir uns auch erstmal wieder in Geduld üben wie im Hinspiel? Schwierig, weil irgendwann müssen sie kommen, vielleicht von Anfang an. Vielleicht gehen sie voll drauf von Anfang an und versuchen die Fans mitzunehmen. Vielleicht wird es dann auch erst ab der 30., ab der 45., ab der 60. sind immer so gewisse Triggerpunkte oder Triggerzeiten, wo man was verändern kann. Dann erst kommen, aber sie werden kommen. Sie werden kommen, aber wir auch. Es ist der letzte Schritt auf dem Weg ins Finale in Sevilla. Ich glaube, jeder ist heiß, jeder ist top motiviert. Welchen Impuls gibst du der Mannschaft morgen noch mit und vielleicht auch an unsere Fans? Ja, die Fans sollen es einfach genießen, weil es einfach Spaß macht, ein Europapokalspiel spielen zu können. Erst recht, wenn es dann ein Halbfinalspiel ist. Ich glaube, daheim haben wir es schon gezeigt, dass wir die Rangers schlagen können. Und ich glaube, dass wir morgen auch offensiv spielen müssen, aber der Mannschaft gebe ich mit, dass sie es genießen müssen, dass wir mit ganz viel Lust daran müssen. Sehr gut, wir wünschen ganz viel Spaß, genießt es und holt uns den Sieg. Danke.